Woody Herman und sein Orchester, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der erste Titel, The Preacher. Thank you.
Woody Herman and his orchestra, The Preacher. Wir hatten das Vergnügen, Woody und sein Orchester in Wien begrüßen zu können. Als er vor 32 Jahren anfing, in die Big Band-Geschichte einzusteigen, hatte er sich sicherlich noch nicht gedacht, dass er einmal im Wiener Konzerthaus spielen würde. Danke, Shane. We are extremely happy. I am extremely happy to be back visiting once again in Vienna, the loveliest city in the whole world. It's my pleasure. That was a little tune that was around for quite some time called The Preacher, and now here is a brand new one called Tomorrow's Blues Today. One, two, three, and...
Tomorrow's Blues Today, Woody Herman und sein Orchester. Den Trompetenchorus spielte John Prokop und Bob Pearson. Opus D-Funk ist der Titel der nächsten Nummer. Thank you.
Das war Woody Hermans grandiose Version von Opus D5. 9:43. Woody Herman ist neben Duke Ellington und Count Basie einer der wenigen Überlebenden der Big Band-Ära. It was a Horace Silver tune called Opus Defunct. Now we would like to, by way of contrast, do a lovely old tune called The Very Thought of You, and you will hear the trumpet of Dick Riederbusch, The Very Thought of You. Dick Riederbusch ist der Solist der nächsten Nummer, ein Evergreen, The Very Thought of You. Thank you.
The very thought of you. Dick Riedebus Trumpet, Woody Herman and his big band. Als Woody 1936 das Isham Jones Orchester übernahm, dauerte es einige Jahre, bis er zu seinem Stil fand. Seinen Höhepunkt an Popularität erreichte er knapp nach dem letzten Krieg. Heute klingt seine Version von Watermelon Man so. Thank you.
Watermelon Man. Am 4. Dezember 1937 nahm Bunny Berrigan seine berühmte Version von I Can't Get Started auf. Im Wiener Konzerthaus spielt nun Woody Herman und sein Orchester die gleiche Nummer. Nochmals Dick Riederbusch und I Can't Get Started. Thank you.
I can't get started. Der legendäre Trompeter der Swingzeit, Bunny Berrigan, diesmal durch Dick Riederbusch ersetzt. Es ist kaum zu glauben, aber schon mit 6 Jahren sang und tanzte Woody Herman in diversen Speakeasies und Local Theaters in Milwaukee. Spielte zuerst mit dem Orchester Tom Garrons. Mit 20 eigene Band hatte er aber kein Glück. 1939 gelang ihm der Durchbruch mit Woodchopper's Ball. 1967 im Wiener Konzerthaus gelingt es ihm mit Sister Sadie. Now, if we may, we would like to have you meet another young man of whom I'm extremely proud of because I believe he is one of the truly great jazz tenor saxophonists in the world today. I'd like for you to meet and listen now to Sal Nistico with Sister Sadie. One, two, one, two, three. Sal Nistico war der Solist. Sister Sadie war leider die letzte Nummer für heute. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören beim nächsten Mal bei Woody Herman und seinem Orchester. Ladies and gentlemen, we have sincerely enjoyed playing for you. And I hope that we can come back once again to visit with you here in Vienna. Until the next time, thank you very much from all of us to all of you. Danke schön.
Willkommen zu Woody Herman und seinem Orchester, zu Woody Herman in Wien. Al Jolson war in den 20er Jahren ein gesuchter Schlagersänger. So gesucht, dass er 1929 im ersten Tonfilm den Jazzsänger darstellte. Und Woody hat vor kurzem eine Platte mit Jolson-Nummern herausgebracht. Er nannte sie My Kind of Jolson. Which is titled My Kind of Jolson. And it's some very old tunes which were first made popular and famous by the late Al Jolson. And here is one of the tunes. I hope you enjoy it. One, two, three. When there are gray skies, I don't mind the gray skies. You make them blue, sunny boy. Friends may forsake me, let them all forsake me. You pull me through, sunny boy. Sent from heaven, and I know you're worth it, 'cause you made a heaven for me right here on earth. And when I'm old and gray, dear, promise you won't stray, dear. I love you so, sunny boy. Das war Woody Hermans Version von Sonny Boy. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Popularität Woody Hermans auf einem Höhepunkt angelangt, durch Titel wie Apple Honey zum Beispiel. Here is Apple Honey. Thank you.
Apple Honey, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Jazztitel der 50er Jahre. Das ist ein Jazz Directory von Dave Carey und Albert McCarthy. You probably know that book, sir? Yes, it says here under Woody Herman. Es wird Sie interessieren, dass Woody Hermans erste große Band vor allem mit Mitgliedern der Isham Jones Band geformt wurde. It says here, it might interest you that Woody Herman's first big band was largely formed from members of Isham Jones Orchestra. Well, you see, is that correct? Stimmt das? Well, actually, there were five of us, just five, from the Isham Jones Band, and then we added musicians from different parts of the states. Ja, also ursprünglich waren es fünf Leute von der Isham Jones Party und Sie bekamen dann später noch einige dazu. Und wann haben Sie Ihre erste Band gegründet? When was it that you formed your first orchestra, really? My very first band was formed in 1936, in November. Uh-huh. And it was correct. Called the band that plays the blues. Das stimmt. 6. November. 6. Yes. November, it says here. Yeah? And your first number, Wintertime Dreams? That was the first one we recorded. Das war die erste Nummer, die Sie aufgenommen haben. Und es gibt hier eine Nummer, die uns besonders interessiert und die wir in Österreich, eigentlich in Europa, kaum gehört haben. Und zwar ist das The Laughing Boy Blues and the Flatfoot Flugee. Yeah. Two numbers that we seldom heard here in Europe, yeah. The Laughing Boy Blues and the Flatfoot Flugee. Are those records still going strong in America, those 78s, the alten 78er Platten? No, they don't release, you can't find any 78s in the States anymore. It's all in album form, or in 33 or 45, yes. Kennen Sie einen Sammler in Amerika, der noch alte 78er Woody Herman sammelt? Do you know anybody, a record collector, yes, who just collects Woody Herman's 78s and everything? Many, yes. Yeah, right? Yes. Also, wir sind froh, dass Sie heute hierher gekommen sind. Und das ist das zweite Mal. You were here the year 1954 already. Yes, yes. Also 54, yes. Waren Sie schon einmal da. Yes. Und haben Sie die Absicht, wieder einmal zu kommen? Do you have the intention to come back again? I sincerely hope so, because I think this is probably the loveliest city in this part of the world. Also, Woody Herman sagt, das ist wohl die schönste Stadt in diesem Teil dieser Welt, Wien. Und er freut sich, wenn er wieder einmal herkommen kann. Und wir können nur hoffen, dass er wieder einmal herkommt mit seiner... Wie viel der Herde ist das? The, what number has the herd now? Well, this is the swinging herd. No more numbers. Duke Ellington war der Erste, der die nächste Nummer populär machte. Und da konnte Woody Herman natürlich nicht fehlen. Hören Sie nun seine Version von Satin Doll. Thank you.
Satin Doll. Einer der Stars in Woody Swinging Herd ist Sal Nistico, Tenorsaxophon. Wir werden gleich wieder Gelegenheit haben, Sal in einer Parodie auf die vielen Moon-Schlager zu hören. Hier, Woody's More Moon.
Woody Herman. Wenn es eine Nummer gibt, die man mit dem Orchester Woody Hermans identifizierte, dann war es Woodchopper's Ball. Woody macht sich selbst lustig darüber. Und auch, dass seit der Aufnahme dieser Nummer schon sehr viel Zeit vergangen ist. Wir verraten es. 29 Jahre nämlich. Thank you. That was called More Moon. And now we'd like to do one that I first recorded in 1900 and that I'd like to repeat it tonight. Here is the Woodchopper's Ball. Thank you.
Woodchopper's Ball, erinnern Sie sich noch? Bei der Auswahl seiner Musiker zeigt sich die Persönlichkeit eines Bandleaders. Mit dem Drummer Jimmy Gall ist Woody and Blutschuss gelungen. Jimmy Gall.
Jimmy Dahl. Vor 20, 30 Jahren war es einfach, die einzelnen Big Bands auseinanderzuhalten. Denn jede Band hatte einen eigenen Klang. Seither sind die meisten Big Bands leider verschwunden. Nur die absolute Spitze konnte sich halten. Ein Beweis dafür, dass Woody Herman mit seiner Swinging Herd noch immer ganz oben steht. Und er kann es sich sogar erlauben, einen Waltz in Swing Time zu spielen.
Mit dieser Nummer haben wir unseren Bericht über Woody Hermans Konzert in Wien abgeschlossen. Hoffentlich konnten wir Ihnen etwas von der Atmosphäre übermitteln, die für Woody Herman bezeichnet ist, nämlich Stil, Einfallsreichtum und Präzision. Danke fürs Zusehen und danke fürs Zuhören. Sincerely enjoyed playing for you. And I hope that we can come back once again to visit with you here in Vienna. Until the next time, thank you very much from all of us to all of you. Danke schön.